Guten Tag, am 7.9. stehe ich wieder vor Gericht. Ja, diesmal nicht als Kläger, sondern als Angeklagter sozusagen. Ich habe ja einen Strafbefehl bekommen und sollte 8.200 Euro zahlen. Wegen zweier Videos, die ich rausgehauen hatte in 21 auf YouTube. Und das reichte ja, um mich damals fristlos vor die Tür zu setzen aus der Schule. Unrechtmäßig, wie wir inzwischen wissen. Aber dieses Urteil, was jetzt gefällt wurde letztens, das reicht scheinbar noch nicht aus, dass einfach mal ein Richter dieses Ding sich nochmal anguckt und sagt, ja, das ist ja vielleicht nicht richtig gewesen, dass wir es damals so gesehen haben. Aber dann wollen wir diesen Termin dann nochmal wahrnehmen und mal schauen, was denn damit zu tun ist. Ja, also ich glaube nicht, dass ich mich da auf irgendwelche Kompromisse einlassen muss. Weil für mich ist der Fall so klar wie Kloßbrühe. Das ist einfach nur bösartigste politische Verfolgung, was mir da angetan wurde zu diesem Zeitpunkt. Und das möchte ich auch genau so gesehen haben. Ja. Also, wenn man mir Motive unterstellt, die von meiner Seite aus niemals so bestanden haben, dann ist es einfach eine Interpretation, die für mich belanglos erscheint. Es ist nicht mein Gedanke, es ist nicht mein Motiv, es ist nicht mein Handeln, es ist noch nicht mal meine Meinung, es sind auch keine Fakten, es sind die Meinungen anderer, die mir jetzt untergeschoben werden sollen. Und die dann reichen sollen dafür, dass ich Tausende von Euros zu zahlen habe an den Staat, weil dort Paragraphen existieren, die in letzter Zeit häufig falsch interpretiert wurden und die man natürlich auch nutzen kann, um politische Interessen durchzusetzen, sag ich mal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn da viele auftauchen, um sich mal anzuhören, was denn da vor Gericht so verhandelt wird, und hoffe denn das Beste für mich, dass dieser Mist ganz schnell eingestellt wird. Jo. Also bis dahin. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Tschüss. Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ein Freund hat mich gerade angerufen und mir berichtet, dass Medien wieder über mich hetzen. Ja? Also jetzt richtig eigentlich Volksverhetzung betreiben, ne? Weil die bezeichnen mich als rechts. Ich habe eigentlich kein Wort über rechts oder links verloren. Ich bin ein sachorientierter Mensch, der nachdenkt über Dinge, wie sie zu sein haben und vor allen Dingen, wie sie nicht zu sein haben. Wenn irgendwelche Lösungen schlecht sind, dann sage ich das frei heraus. Und das ist nicht nur unser gutes Recht, sondern vor allen Dingen auch unsere verdammte Pflicht, Dinge zu benennen, die nicht funktionieren. Und deswegen, das werde ich auch weiterhin tun. Diese Beschimpfungsarien sind nichts anderes als das Outing von Frame TV, von dummen Medien, die angeblich Rechtsextremismus-Experten vor Ort haben, die dann beurteilen können, ob ganz normale Menschen wie ich in diese Kiste kommen oder in jene Kiste kommen. Ne? So, du bist toll. Ja, was sagt das aus, bitteschön? Und dann noch das Wort radikal damit dran, ja? Bei Klimaaktivisten ist radikal toll, bei rechts ist es nicht toll, ne? So, und wenn Extremisten auf den Bundestag klettern, dann ist das toll, aber wenn Extremisten keine Extremisten sind, dann werden sie trotzdem als Extremisten bezeichnet, ja? Also, ich bin
kein Extremist, ich bin nicht radikal, ich bin nicht rechts und ich bin auch nicht links. Ich bin ein Bürger dieses Landes. Ich lasse mich nicht spalten in groß, in klein, in weiß, in schwarz, in alle diese Kategorien, ja? Ich lasse mich auch nicht spalten in CDU, SPD, FDP, sonst wie was. Diese Parteien machen alle den gleichen Scheiß. Ja? Da sitzen Leute, die vom World Economic Forum ausgebildet wurden als Young Global Leaders, die über ihre Parteien in die entsprechenden Positionen gebracht wurden und die uns herumschubsen sollen, so wie es den Eliten gerade passt. Diese Ansicht empfinde ich als eigentlich eher links als rechts, davon mal ganz abgesehen. Ja? Weil die Linken haben das als erstes mehr und mehr durchdrungen, dass es dort also einflussreiche Lobbyorganisationen gibt, die tatsächlich nichts Gutes vorhaben. Weil deren Aufgabe ist es einfach nur, Geld für ihre Firmen zu verdienen. Also zumindest den Weg dahin zu bereiten, dass das funktioniert. Und wer glaubt, dass ich rechts bin oder sogar ein Rechtsextremist, dem kann ich nur sagen, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine solche Partei gewählt. Ich war noch nie in meinem Leben Mitglied einer solchen Organisation. Ich weiß gar nicht, was die vertreten. Irgendwas Völkisches oder so. Mache ich gar nicht. Ich leugne auch nicht den Holocaust. Und ich leugne auch nicht dieses Koronistentum, ja? Diesen größten Völkermord aller Zeiten, der gerade stattfindet, durch die Corona-Maßnahmen, die wir hier gerade sehen. Das ist keine Holocaust-Leugnung. Das ist ein Vorwurf, der erstmal zu entkräften ist von den Leuten, die heute die Verbrechen begehen. Ja, es ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver, in die Vergangenheit zu zeigen und mich damit in Zusammenhang zu bringen. Ich bin tatsächlich mein Leben lang gegen Faschismus vorgegangen. Und das tue ich auch, wenn es um die Koronisten geht. Das ist glasklarer Faschismus für mich hier, was hier passiert. Das benenne ich auch so. Und dagegen kämpfe ich. Dagegen erhebe ich meine Stimme. Ich liebe die Zielvorgaben des Grundgesetzes, unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die werde ich auch weiterhin vertreten, die werde ich auch weiterhin fordern. Ich fordere den Rechtsstaat, ich fordere Demokratie, ich fordere, dass ihr alle euren Mund aufmacht und etwas sagt und dass ihr euch nicht klein machen lasst, wenn irgendjemand mal meint, du wirst rechts. Das ist ein Ablenkungsmanöver, es ist ein Spaltungsmanöver, es ist ein Keil, der in die Bevölkerung reingetrieben wird, um uns zu spalten, dass wir uns miteinander streiten, anstatt gegen die Verbrecher vorzugehen, die da oben sitzen. Ja. Verbrecher, habe ich gesagt? Naja, also aus meiner Sicht ist das so. Das ist meine persönliche Meinung. Diese Regierung, die diese Corona-Maßnahmen beschlossen hat, sind historisch die größten Verbrecher aller Zeiten. Jawohl. Wenn Sie die Millionen an Opfern zusammenrechnen, die nicht nur die Maßnahmen mit sich gebracht haben, die Millionen von Verhungernden in den Drittweltländern, die in den Städten keinen Job mehr haben, die nach Hause geschickt wurden, die nichts zu essen haben. Also die Geschichten, die werden wir die nächsten Jahre hören. Und dann wollen wir mal sehen, wo dann diese Medien stehen, die geleugnet haben, dass all das, was ich die ganze Zeit sage, einfach nur richtig war und ist. Und nicht die Spur rechts. Null.